Servus zusammen, gute, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships mit einem Video zum April-Scherz-Special-Ding. Ihr seht, wir sind hier unterwegs in der Badewanne vom Bad Advice Captain. Auch der Fisch ist hier vertreten und ja, wir spielen eins von diesen lustigen kleinen Bötchen hier. Jede Nation hat eins. Im Großen und Ganzen sind die auch gleich. Also die haben ihren Torpedowerfer am Bug, einen einzelnen Torpedowerfer abgeschossen. Die haben diese Zwillingsgeschütze. Was pro Nation besonders ist, sind die Spezialfähigkeiten. Wir haben hier die Reparaturmannschaft, was meines Erachtens nach auch eine der stärksten Fähigkeiten ist. Was gibt es noch? Nebelwerfer auf jeden Fall, Beschleunigung, hydroakustische Suche und... War es das? Könnte sein. Ja, also jede Nation hat da halt so ihr Ding und unseres ist die Reparatur. Ist, glaube ich, das russische Ding hier optisch meines Erachtens nach eines der hässlichsten. Aber ja, dafür bekommt man halt diese Reparaturkiste und die ist ziemlich nett, wie ich finde. Ich habe mit jedem Bötchen mal gespielt, aber tatsächlich, glaube ich, nur ein Spiel jeweils. Und ja, also man kann es mal kurz machen. Es ist mehr so ein Fun-Ding und ja, wird er dann in Kürze aus meiner Sicht in 2 Tagen auch wieder rausgenommen, was mich auch dazu zwingt, wieder einen Haufen Replays zu casten, weil sie sonst kaputt sind. Yay. Die üblichen Probleme halt, die Leiden eines YouTubers. Ihr seht, dass die Torpedos hier auch, also der Torpedo in dem Fall auch sehr schnell nachgeladen werden. Das dürfte jetzt der Ami sein, der da kommt. Ich habe halt darauf spekuliert, dass er um die Ecke kommt und ja, mich tatsächlich ein bisschen verhoben, wie ihr seht. Versuch's jetzt hier nochmal mit dem Torpedo. Netterweise rammt mich hier der Kollege, aber der Torpedo trifft trotzdem und damit ist das hier der Abschuss Numero Uno. Sehr, sehr angenehm auf jeden Fall. Für unser russisches Bötchen, auch die Soundgeräusche, seht ihr, die sind hier ein bisschen funny. Ihr seht, da hat er seine Spezialfähigkeit angeschmissen. Man hat hier quasi nur einen unendlichen Nachschub. Man bekommt in dem Sinne auch nicht wirklich Geld, zumindest nicht direkt, man bekommt auch keine XP. Da habe ich mich verklickt, das war keine Absicht. Man hat stattdessen permanent aktive Missionen, also Herausforderungen. Und wenn man hier 10.000 Schaden verursacht, dann bekommt man 50.000 Öcken, Flaggen und eben ein Verbrauchsmaterial, was sich je nach Nation unterscheidet. Könnte durchaus sein, dass es bei den Russen eben die Reparaturmannschaft 2 ist, bei den anderen ist es dann hydroakustische Suche und so weiter. Also je nach Nation ist das Ganze ein bisschen unterschiedlich. Und ansonsten, ja, geht es hier halt hauptsächlich darum, ein bisschen Spaß zu haben, denke ich. Ja, wie ihr hier sehen könnt, die Hauptbewaffnung sind halt die beiden Türme. Das Torpedoteil, theoretisch gesehen, hätte das Ding hier auch Flak, aber die macht natürlich keinen Sinn, weil es gibt halt nur diese Bötchen. Flugzeuge werden wir hier keine abschießen und auch da hat der Torpedowerfer wieder zugeschlagen. Ist lustig, dass das irgendwie viele Leute nicht so ganz verstehen. Auf der anderen Seite gibt es dann auch so Situationen, wo man halt aufeinander zufährt und zwei Deppen dieselbe Idee haben, sich mit Torpedos dann frontal beschießen. Hat man so ja sonst nicht diese Möglichkeit. Hier bei World of Warships insofern gesehen, ganz interessant tatsächlich. Ja, ich hätte jetzt übrigens hier auch das Glück, auf der rechten Seite zu spawnen. Das ist immer ganz nett, wenn man hier auf diesen Karten die Flanke hat, weil wenn man sich da dann durchsetzt, dann hat man tatsächlich die Möglichkeit, da irgendwo in die Mitte rein zu rushen, ja. Und den Gegner von da ein bisschen unter Druck zu setzen. Wo ich noch nicht so ganz dahinter gekommen bin, ist, wie sich das hier mit HE und AP verhält. Ich habe auch überhaupt nicht auf die Werte groß geguckt. Das ist alles so rein Gefühl, Fun-mäßig, immer fester drauf. Und dann passt das schon. Ich würde mal die Behauptung aufstellen, dass diese Schiffe tatsächlich keine Zitadelle haben. Oder alternativ, dass man sie halt einfach mit den Munition, die man hier hat, mit den Geschützen nicht penetrieren kann. Denn ich hätte eigentlich schon in diversen Spielen meines Erachtens nach die Zitadelltreffer haben müssen, wenn es eine geben würde. Habe tatsächlich auch bei keinem anderen Schiff etwas gesehen, was danach aussieht. Also ich vermute mal, das gibt es hier einfach nicht. Und das ist quasi auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Zodele.
Da drüben haben wir jetzt wieder Kundschaft. Und das müsste der Russe. Ich bin gar nicht sicher. Ich dachte eigentlich, das hier wäre der Russe. Aber ich glaube, es ist gar nicht der Russe. Weil das da drüben heißt so russisch irgendwie. Finde ich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, jede Nation, die es bis dato gibt, hat eins. Und das da drüben ist jetzt ein Tor. Und unsere Abschuss Nummer 3. Ein bisschen Luck gehört natürlich auch dazu. Man hat tatsächlich nicht so viel davon. Man bekommt natürlich die Flaggen, aber wie gesagt, Erfahrung in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt auch einen Captain, das ist bei jedem Schiff der Fischler oder wie der heißt, also der Fisch vom Captain, wo das Bild auch ich euch eben gezeigt habe. Aber der hat einfach 3 Erfahrungspunkte, die kann man verteilen. Nächster Kill. Und das wird auch nicht mehr, da man halt einfach keine Erfahrung in dem Sinne bekommt. Also das ist tatsächlich dann in dem Fall also eine reine Informationsveranstaltung. Man erfüllt halt die Aufträge und das war's. Aber ich dachte, es ist vielleicht auch mal eine nette Abwechslung, mal sowas zu zeigen. So, ja, wir haben jetzt das Problem, dass wir von der Seite da ein bisschen beschossen werden. Wir haben auch irgendwie ein kleines Ticketproblem, wenn ich mir das mal so anschaue. Weil wir halt irgendwie gar nichts gekappt haben. Also wenn wir gewinnen, dann nur über Tod des Gegners. Und ich denke, die Chance ist tatsächlich da, denn da sind nicht mehr viele gegnerische Schiffe tatsächlich übrig. Blöderweise werden unsere aber auch ein bisschen weniger. Und das nächste Ziel wird auf jeden Fall mal der Freund da drüben sein. Ihr seht, ich schaue immer mal wieder, wie es mit dem Torpedowerfer aussieht. Aber 6 Kilometer Reichweite hat das Teil. In dem Fall bringt das natürlich nicht so extrem viel. Weil da halt einfach dieser wunderschöne Wal hier im Weg ist. Oder Orca oder was auch immer. Ich nehme an, das soll ein Orca sein. Auch. Ach, guck mal, da ist auch ein Nemo. Ich habe mir tatsächlich die Karte gar nicht so genau angeschaut, irgendwie. Ich achte mehr auf das Spiel als auf die Karte an sich. Auch insofern gesehen ganz nett, das mal in Ruhe betrachten zu können. So, da haben wir wieder Kundschaft für den Torpedowerfer. Wie ich denn da hingeschossen? Ja, und so ab und an drücke ich halt auch mal auf T, um dann hier halt die Spezialfähigkeit zu aktivieren. Blub, Torpedo. Da habe ich jetzt halt den Vorteil, weil ich direkt auf ihn zufahre. Ich kann das Ding tatsächlich erstmal einsetzen. Jetzt könnte ich wieder auf T drücken. Das sollte ich eigentlich auch mal machen. T, drück T, du Noob. So, Torpedotreffer ist drin. Ist mir jetzt gerade irgendwie wichtiger. Und das ist halt so, ja, ich hab's getan. Juhu, ich habe auf den Knopf gedrückt. Das ist halt wirklich ein Vorteil, wie ich finde. Und da haben wir den Kraken, denn das war der Abschuss Nummer 5. Und jetzt müssen wir uns noch mit dem da hinten beschäftigen. Der hat auch nicht mehr so viel HP. Dummerweise, und das wusste ich nicht, passiert jetzt Folgendes. Hier fand ich tatsächlich gegen das Wrack. Ich dachte irgendwie, man würde da drunter durchkommen, aber tatsächlich bleibt man da hängen. Bleibt dann stehen und die Granaten knallen das Wrack rein statt in den Gegner. Das hat dem Kollegen da hinten jetzt auf jeden Fall mal den Hals gerettet. Und das wird jetzt noch einen kleinen Moment dauern, bis wir den auseinandergeschossen haben. Mit Unterstützung des Kollegen ist natürlich. Und da ist der Abschuss. Das wäre dann die Nummer 6. Ich wäre gerne im normalen Spiel auch mal so erfolgreich. Das wäre schön. Würde ich sehr begrüßen. Ja, und da ist unser letzter Gegner, den wir hier noch haben, der auch ein Freund von Torpedowerfern ist, wie es scheint. Hat tatsächlich auch noch Full HP, allerdings bis dato noch keine Kills. Und hier sieht man jetzt, er hat sich eingenebelt. Ich denke, man sieht auch, dass ich da schon jetzt ab und an hier auf T drücke und dass das einfach auch sehr, sehr hilfreich ist. Eigentlich würde ich jetzt auch gerne hier mal den Torpedowerfer einsetzen, aber das geht leider nicht. Und ja. Dadurch, dass ich jetzt hängen geblieben bin da vorhin, ist das alles einfach nicht so schön. Ich glaube tatsächlich auch, man kann auf den Dingern nur ein Feuer anzünden. Also eigentlich wäre es besser gewesen, jetzt hier auf AP zu wechseln. Denke ich einfach mal. Behaupte ich, denke ich. Wir haben ihn ja schon ganz gut runtergeschossen. Das war allerdings scheiße. Und ja, da ist die Zeit dann eh rum. Das Spiel ist vorbei. Und zwar haben wir das Ganze am Ende verloren. Ja. Gut, in dem Fall ist es eher eine moralische Sache, denn wie ihr seht, man bekommt kein Geld, man bekommt keine Erfahrung, man bekommt keine freie Erfahrung, aber den Orden, den habe ich bekommen. 72 Treffer, 4x Torpedo, ein Ausfall.
Sechs Gegner haben wir ausgeschaltet, drei Feuer, viermal der Wassereim pro Runde, ein bisschen Basisverteidigung, wo auch immer das passiert sein soll. Und ihr seht unten links, ich habe dann den Auftrag abgeschlossen, die Herausforderung, demzufolge dann halt die 50.000 Öcken, ein paar Fahnen, die halt auch immer unterschiedlich sind. Und ich glaube in dem Fall halt die Schöpfsetzungsgruppe 2 bekommen, bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie sowas. Ja, das also hierzu. Ganz netter Modus, kann man mal spielen. Nette Sache, dass Wargaming da so viel Zeit investiert hat. Immerhin nur für diese einmalige Aktion. In diesem Sinne, das war's erstmal von mir. Ciao, ciao.